Hallo, hier ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins, zu Part 132. Jetzt geht's weiter zu der kleinen Braut hier. Auf den Berg da oben. Mal rauskriegen, was da abgeht. Jetzt bloß nicht erschrecken, weil sonst springt sie anscheinend darunter. Hängen wir mal ein Treues raus. Dann hoch mit dir, mein Freund. Komm schon hoch, Digga. Ab geht die Post. Bayek. So, schnell erstmal mit den Mädchen reden hier. Da bist du. Halt. Was machst du da? Bayek von Siva. Bleib zurück oder ich springe. Du bist nicht der Erste, der mich davon abhalten will. Langsam. Da geht's tief runter, selbst für mich. Das ist mir gleich. Nichts ist mehr wichtig. Ein Skorpion tötete meinen Gatten. Mir ist nichts mehr geblieben. Du könntest den Skorpion, der ihn getötet hat, suchen und töten. Verhöhnst du mich oder bist du nur grausam? Selbst ein bitteres Lachen ist besser als der Tod. Ah, warum kommst du da nicht weg, ha? Wir könnten reden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Erzähl mir von deinem Gatten. Wir kamen immer hier hoch, um Raya zu beobachten. Zwei von ihnen bauten ein Nest in dem Baum dort drüben. Wir sahen zu, wie sie die Kleinen fütterten. Wir träumten von unseren eigenen Kindern. Mhm. Und du bist traurig, weil du keine hast. Du machst das nicht wirklich gut, Majai. Ich fühle mich noch kein bisschen besser. Das wäre auch zu viel verlangt, du musst es nur bis morgen schaffen. Mhm. Dann bis übermorgen. Einen Schritt nach dem anderen. Meine Worte sind richtig. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Doch, doch, schaffst du. Ich will dir etwas zeigen. Ich bin gleich wieder da. Hey, spring bitte nicht. Hier in der Nähe gab es Raya. Dort bei dem Baum. Okay. Hol eine Raya-Feder. Okay. Ja. Hallo? Am See unten. Okay, alles gut. Was hier am See oder was? Oh Mann. War er ernst hier? So kein See, Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh Mann. Wahrscheinlich da oben. Ja, Quatsch, nee, nee, auf, lass das Ding am, lass das Kätzchen am Leben, meine Güte. Okay. Ja, warte mal, weil ich drüben kriege, kann ich ihn hier treffen vielleicht, da drüben. So. Ich hab, was ich brauche. Jawohl. Ich gebe der Frau die Feder.
Na also, habe ich den doch eigentlich, habe ich ja noch einen bekommen, wenigstens. Und hier. Weil auch welche gewesen war. Vorsicht, es ist steil. Ja. Jetzt hast du plötzlich Höhenangst? Ich habe was für dich. Hier. Das ist für dich. Eine Reiherfeder? Warum? Ein Ritual aus Siva. Federn bedeuten uns viel. Nach dem Tod wiegt Anubis unsere Herzen gegen Ma'ats weiße Feder ab. Deines, meines, das unserer Lieben. Ich weiß, was du da tust. Diese Feder ist für die Nachwelt. Dein Gatte wird dich dort treffen, sobald die Zeit gekommen ist. Aber geh nicht überstürzt los. Er würde wollen, dass du lebst und glücklich bist. Ja, du hast recht. Das würde er. Ich will dir für das Geschenk danken. Danke mir, indem du mir den Weg nach unten zeigst. Na schön, Magi. Du hast gewonnen. Hier lang. Verzeih. Ich muss dir kindisch vorkommen. Ach, glaube mir. Nein. Ich verstehe deine Trauer. Deshalb wusstest du, was du sagen musst, oder? Hast du auch jemanden verloren? Viele haben geliebte Menschen an die Ptolemäer verloren. Wird es denn besser? Es wird besser. Aber man wird nie der Alte. Genau. Ja, das habe ich schon begriffen. Wie heißt du? Ich bin Tuara. Ich bin nicht von hier. Ich komme aus Krokodilopolis. Ich bin Bayek, aus Siva. Was machst du in Soknupayu, Nessos? Du bist aus Siva? Das merkt man. Du bist so nett. Ihr seid gute Leute dort. Ich wollte nicht mein ganzes Leben lang immer nur für meinen Vater arbeiten. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und wir sind durchgebrannt. Wir hatten nicht viel, aber wir waren hier glücklich. Was ist mit deiner Familie? Sie wird dich vermissen. Vielleicht findest du dort Glück. Ich kann doch nicht wieder Teppiche knüpfen. Außerdem wird mein Vater mich nie wieder aufnehmen wollen. Wenige Väter wenden sich von einem Kind ab, das sie verloren glaubten. Bleib weg! So, die werden echt nichts machen können. Und jetzt? So, was wollt ihr? Haut ab! Aha. Bei Sobek! Ich dachte, wir sind tot! Nein. Bist du verletzt? Nein, aber das war furchtbar. Hat man ihn vor Augen, ist der Tod nicht sehr erstrebenswert. No. Ich will wohl doch lieber leben. Ha, jetzt will sie leben. Ach, das ist gut. Aber wir sollten gehen, ehe die Kadaver hierhin anlocken. Genau. Kannst du mich bitte zum Hafen bringen? Klar. Kein Problem. Weißt du nun, wo du hin willst? Ich suche den Skorpion, der meinen Mann tötete. Nein, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich gehe nach Süden. Vielleicht ja sogar auch nach Krokodilopolis. Okay. Ich wollte schon immer gerne am Theater arbeiten. Hier gibt es viel zu viele Erinnerungen. Okay, dann komm. Vergiss deine Familie nicht. Dein Vater wird dich sicher vermissen. Glaub mir. Nee, da laufen wir hin, da reiten wir jetzt nicht hin. Das ist Wahnsinns. So. Perfekt. Ich komme. So. Halt! Bleib stehen! Da wären wir. Kommst du zurecht? Danke, Bayek. Kein Problem. Ich werde diese Feder behalten und gegen mein Herz abwiegen. Genau. Geh du Heldentaten vollbringen. Oh ja, werde ich. Mach's gut, Tua. Oh, ich habe schon fast das nächste Level schon wieder erreicht. Cool. Halt, es geht ja schon schneller, damit ich da mit dem Level hochkomme. Dann die nächste Quest, das ist dann... Hier Verlockung des Ruhms.
So, jetzt machen wir Verlockung des Ruhms. Okay, warte, das wollte ich ja. Die Verlockung des Ruhms ist hier oben irgendwo oder was? Ja, gut, dann folge ich einfach mal dem Teil. Aha! Hier. Okay. So, hey. Ab geht die Post. So. Dann haben wir ja fast wieder die nächsten Ding zusammen. Da müssen wir schon wieder ein neues Ding, also neue ein neues Land verlassen. Ah, super, warum nicht? Perfekt. Das kommt mir genau richtig. Ja, komm. Wie hot. Warte mal. Nee, ich hab geguckt, können wir da irgendwas Neues machen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Maximal Pfeilmenge. Hä? Muss ich gucken, wie viele noch. Ach Gott, das waren schon die. Das sind nur zwei. Nur fünf Dinger, oder was? Cool. Okay, dann machen wir mal losreiten. Noch so viele Dinge, wo ich noch nachmachen muss, weiß ich auch, was ich machen muss, mache ich auch. Aber ich habe jetzt Lust auf diese neue Art entdeckt. Ich finde es einfach mal nur genial. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Was ist los? Geht, kommst du nicht hoch, mein Freund? Okay, wenn du da nicht hochkommst, dann eben. Einmal kurz hier außen rum. Ja, klar, ist viel zu steil alles. Na gut, dann muss man mal hier runter. Auch kein Problem, alles gut. Dann sehen wir noch ein bisschen was von der Landschaft. Das war ich ja. Mach mal nur wo rein. Wow. Vor allem die Karre, Wetter. Das hartes Pferd. Na gut, dann werden wir vielleicht noch. Na, dann beende ich hier wieder nochmal den Part ein bisschen.